Deswegen setzen wir Sandy gleich mal als erstes ein und... Und nein, es ist nicht Sandys Lieblings-Pokémon. Sandy möchte gerne ein Vulnona sein, aber ich weiß noch nicht mal, ob man das hier bekommen kann. Willkommen, ich bin der Arena-Leiter, ich bin Wade, ja, ich bin ganz hart, deswegen habe ich Steine. Ich konnte mir keine Murmeln leisten, deswegen habe ich nur mit Steinen gespielt. Hey, kämpf gegen mich, ich bin ein Stein-Pokémon-Trainer. Yeah, Steine. Ich sehe auch außerdem aus wie ein Mädchen. So, jetzt müsste das auch... Also jetzt mal ohne Flux. Sandy, Zertrümmerer! Das war wirklich sehr effektiv. Es ist, glaube ich, effektiver als Feuerschreider. Oh, Alter, ey, was ein Damage. 20 Damage. 20 Damage mit... Wir müssen leveln. Ich glaube nicht, dass wir den besiegen können. Selbst mit Zertrümmerer im Gepäck können wir den einfach nicht besiegen. Und ja, ich weiß, Zertrümmerer ist eigentlich eine Attacke, die für Sandy gar nicht geeignet ist, weil Sandy ja eher alles andere ist als Zertrümmerer-Typ. Vielleicht wann, hat er das letzte Mal auch so viel Schaden gemacht? Hat er das, wurde er gebufft oder so? Also je nachdem, wie oft ich jetzt lade, ist das denn, ist da denn ein Buff drinne? Ich habe leider auch keinen anderen, den ich das geben kann. Oh, ich hätte echt das an. Ich fange gleich neu an und starte mit Wasser-Pokémon, ey, ganz ehrlich. Das ist doch kacke. Ich level jetzt erstmal Sandy auf was weiß ich Level und dann. Das ist ja sinnfrei so. Och Mann, das ärgert mich echt hart. Das ärgert mich wirklich. Wir hätten wirklich. Anton! Wir hätten wirklich das Wasser-Pokémon nehmen sollen oder das Pflanzen-Pokémon. Feuer war eindeutig die falsche Wahl. Feuer war ganz eindeutig die falsche Wahl gewesen. Schade. Schade, schade, schade. Aber wer kann schon damit rechnen, dass es wieder ein Steintrainer ist? Das ist das nächste Wasser. Und dann kommt Elektro. Und dann kommt Pflanze. Und dann kommt... Keine Ahnung. Was ist denn der nächste Orden? Was ist denn Orden Nummer 5? Was gab es denn eigentlich noch bei Pokémon Blau? Warte, es gab noch... Was gab es denn noch? Es gab noch Gift? Gab es Geist? Nee, oder? Geist-Pokémon? Ne? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Was gab es denn noch für Pokémon? Wasser? Gift? Feuer gab es? Normal? War das eine Normal-Arena, die in Vertania City? War das eine Normal-Arena? Oder war es Gestein? Nee, nicht Gestein. Keine Ahnung. Ich kann es auch nicht mehr sagen. Der Pokémon-Professor weiß es einfach nicht mehr. Der weiß es einfach nicht mehr, der Pokémon-Professor. Wir dürfen zuerst anfangen. Sandy hat weiß was mit der Flinkklaue gemacht und darf sie dann gleich benutzen. Ich hätte Kratzer einsetzen sollen, ne? Hätte der wenigstens schon Blubber oder Aquax nachher. Oh. Also ganz weiß ich noch nicht, wie wir jetzt wirklich vorgehen. Also ich will am liebsten neu anfangen, weil ich es echt scheiße finde, dass wir Sandy dabei haben. Es ist echt fies, aber... Es ist halt echt bitter. Ich finde es total bitter. Ich finde es total bitter. Und warum gehen A und B hier nicht mehr? Oh, weil ich die ganze Zeit nicht A und B drücke. Oh, der Pokémon-Professor ist kacke.
Ich wundere mich, warum der Text nicht schnell läuft. Ich drücke die ganze... Oh, der Pokémon-Professor ist auch ein Idiot. Wählt das falsche Pokémon am Anfang und, ne? Naja, Sandy ist gleich Level Up, vielleicht Level 15 oder so. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Wenn er halt nicht ständig Steinwurf machen würde. Stärke von Elektrizität wurde geschwächt, ja. Gegen Stein-Pokémon auch sehr intelligent. Ach man, so eine Scheiße, ey. Der hat auch noch drei Pokémon und alle haben Steinwurf drauf, ey. Die Schmach eines Feuer-Pokémons, da. Die Schmach eines Feuer-Pokémons. Ich bin jetzt gerade auch am überlegen, was in der Gold-Edition die ganzen Arenen war. Ich glaube, es fing an mit Flug. Da hört es auch schon echt auf, was ich weiß. Es fing an mit Flug. Danach kam... Es kam auch irgendwann eine Eis-Arena, weiß ich noch. Was gab's denn noch? Psycho? Ich bin mir nicht sicher, das ist jetzt geraten. Die Stahlarena natürlich. Wegen Stalos. Kampfarena gab's, glaube ich, auch. Yay, Sandy ist Level 14. Okay. Angriff, ja. Vielleicht bringt das ja irgendwann. Oh, hey! Sandy entwickelt sich und schreit uns dabei an. Epic! Sandy wird zu Sandy. Sandy ist jetzt einfach nur noch ein größerer Affe. Glückwunsch! Deine Sandy wurde zu Panpyro. Pyropan. Sandy versucht Tempohieb zu... Oh, Tempohieb, Kampf! Aber Sandy kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke vergessen werden? Ja... Komm, echt ernsthaft, niemand braucht Verhöhner. Dass das nur angreifen kann, ist natürlich auch ziemlich... Vielleicht ist es irgendwann mal sinnvoll, aber in meiner Welt derzeit nicht. Und Sandy erlernt Tempohieb. Geil, jetzt kann sie mit Taschentüchern werfen. Oder zuschlagen, je nachdem. Okay, das ist schon mal gut, dass es digitiert... entwickelt heißt das, ne? Ja, es ist schon mal gut, dass es entwickelt ist. Und es kann eine Angriff-Kampfattacke... Die will man gleich ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, was sie bringt, aber die muss doch irgendwas Tempomäßiges machen. Vielleicht hat sich jetzt ja auch der Angriff dadurch erhöht, dass es jetzt ein Kampf-Pokémon mit geworden ist. Wir haben ihn auf jeden Fall voll eins rein... Oh, das hat sogar Damage gemacht. Arena-Leiter, ich komme. Oder sollen wir nochmal ein Level up? Ich bin mir noch nicht so unsicher. Aber Tempohieb war jetzt ganz nice. Es hat auf jeden Fall das Anton richtig auf die Fresse gegeben, ne? Das muss man sagen. Sandy hüpft doch wie so ein Affe da rum, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Testen wir mal gegen einen Kleinstein. Ja. Könnte jetzt der Schlüssel zum Sieg gewesen sein. Ich will ihn jetzt nicht Level abbringen. Komm, wir gehen jetzt das Ding besiegen und dann wird sich wundern. So, dann kann ich das Item aber auch ganz ehrlich jemand anders beibringen, ne? Wenn ich da jetzt noch die richtige Taste drücke, kann ich das auch irgendjemand anders beibringen. Wir müssen sowieso VMs lernen. Ich weiß noch nicht, wer Rückkehr kriegen soll. Rückkehr soll ja auch eine gute Attacke sein, wenn uns das Pokémon lieb hat, aber ich weiß nicht. Kevin kriegt es ein. Kevin ist doch der Richtige, der alles kaputt macht, oder? Ich weiß nicht, ne? Ob sich das lohnt, wenn wir das jetzt auf Sandy geben oder so, ob sich das wirklich lohnt. Das weiß ich natürlich nicht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal unser Pokémon rehabilitieren. Dann setzen wir als erstes Anton ein, dann speichern wir nochmal und dann werden wir hoffentlich den Arena-Leiter besiegen. Jetzt haben wir wenigstens ein Feuer-Kampf-Pokémon. Das ist schon mal... Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn da noch ein Kampf drin ist, ne? Vielleicht ist es ja wirklich stärker geworden jetzt. Vielleicht ist Zertrümmern ja auch einfach nur eine Fuck-Attacke. Eine schlechte, meine ich natürlich. Nichtsdestotrotz setzen wir als erstes Kevin ein. So, und dann
gehen wir da jetzt hin, speichern und dann hauen wir ihn auf die Fresse. Wenn es immer noch nicht wird, dann level ich halt weiter. Muss ich ja leider weiter leveln. Aber jetzt hauen wir ihn auf jeden Fall auf die Fresse. Lass mich nur die richtige Taste drücken. Nein, nicht load. Safe. Frag mich nicht, warum so viele verschiedene, aber ist doch egal. Ich bin immer noch der Typ, der mit Steinen wirft. Ja, 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 Steine, juhu, geil, Steine. Ich liebe Steine. Ich habe mir Steine schon in meinen Pappes gesteckt. Wenn ich mich aufrege, mache ich das ständig. Ich bin Wade. Ich bin Wade weg von cool sein. Cool zu sein ist auch schön. Ja. Er hat's verkackt. Er wollte einen coolen Spruch machen und hat es einfach Ich bin nervös, ja. Wir müssen einen Steintrainer besiegen mit einem Enton. Und wir wissen alle, was ein Enton bedeutet. Kevin setzt Zertrümmerer ein. Gut, Kevin darf das. Krass. Das war unsagbar viel Damage. Aber die Verteidigung ist gesunken. Das ist auch schon mal unsagbar gut. Ja, leider. Die Tarnsteine muss ich mir mal merken. Weil es ist geil. Nach jedem mal tauschen. Oh, Attacke von Kleinstein ging daneben. Sehr gut. Anton, das zertrümmerst du sehr gut. Anton, wir sind sehr stolz auf dich. Anton, wir lieben dich. Anton, wir lieben dich. Ich werde jetzt nicht Nassmacher einsetzen. Guck mal hier, er ist schon bei der Hälfte. Das ist doch gut, oder? Die Verteidigung ist zweimal gesunken. Das ist gut. Tut das eigentlich Anton weh, wenn er Steine auf den Kopf bekommt? Ich meine, der hat ja sowieso permanent Kopfschmerzen. Okay, Sandy. Your turn. Your turn is next. Sandy! Aua! Steine tun weh! Jetzt bin ich gespannt. Das war gut. Das war die Hälfte des Schadens. Das ist sehr... Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Oh, ich glaube, wir haben es überstanden, oder? Kämpfen weiter. Ich glaube, wir haben es überstanden. Ich glaube, mit Tempo-Hieb haben wir wirklich jetzt... Ja, kannst du machen. Das kann man machen. Klar tut das immer noch doll weh. Das tut er überhaupt nicht. Das ist nicht mehr effektiv. Weil das jetzt ein Kampf-Pokémon mit ist. Ah, geil. Krass. Das ist nicht mehr effektiv, weil das bestimmt jetzt ein Kampf-Pokémon ist. Und nicht... Also, ein Feuer-Kampf-Pokémon. Und nicht mehr komplett nur ein Feuer-Pokémon. Geil. Okay, das ist natürlich eine sehr geile Wendung. Das ist eine sehr geile Wendung. Schön. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall auf der Fresse. Das Schnitzelbrot da, ey. Gott, ich habe schon geguckt, ob man irgendwie Pokémon tauschen kann mit einem Emulator, aber scheinbar irgendwie ist das... Man kann es, aber irgendwie ist es, glaube ich, sehr kompliziert oder so. Ich habe es noch nicht so ganz begriffen, wie es geht. Gebe ich ganz ehrlich zu. Alter, und jetzt ist Sandy schon wieder Level up, ey. Alter, Sandy reißt die Level nur so weg. Cognodon? Wer ist Cognodon? Warum klingt Cognodon so? Wir setzen Stalin ein. Vielleicht ist das ja gar kein Stein-Pokémon. Das klingt für mich wie ein Kokuna. Das klingt für mich wie ein Kokuna. Ich weiß nicht, was ein Cognodon ist. Du glaubst wohl, du kannst als nächstes Pokémon wieder so einfach... Du kannst das nächste Cognodon besitzt die Fähigkeit Überbrückung. Ist gut für ihn. Kopfnuss ein. Cognodon, Kopfnuss. Au! Au! Jetzt mal wirklich au! Au. Okay, ich setze erstmal Gary ein. Damit mit Gary heilen wir dann, wieder Sandy. Er sieht irgendwie Dino-mäßig aus als Cognodon, ehrlich gesagt. Bin ich ganz ehrlich, das sieht sehr Dino-mäßig aus. Ja, 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 ich weiß, aber trotzdem. Es sind nur drei, aber es kommt auch auf drei drauf an. Ich frage mich, was für ein TM wir bekommen. Er macht verdammt viel Damage mit seinem Kopf, ne? Mach weiter Tempo-Hieb. Ich weiß nicht, ob der Schaden macht.
Es ist aber ein Stein-Pokémon, das ist schon mal sehr vorteilhaft. Und er setzt Silberblick ein. Okay, es ist ein Stein-Pokémon. Ich hätte jetzt auch nicht... Ehrlich, ich sehe das nicht als Stein-Pokémon an. Das ist für mich ein Dino. Keine Chance, du hast noch nicht gewonnen. Wir geben nicht auf. Ich setze Tempo-Hieb ein und habe irgendwie quasi gewonnen. Ja. Weg mit dir, Wade. Oh, Gott sei Dank, ey. Wirklich Gott sei Dank. Und Sandy ist bestimmt Level Up, wa? Ah, knapp. Oh, Gott sei Dank haben wir... Ich bin jetzt ein bisschen froh, dass Sandy sich entwickelt hat, ehrlich gesagt. Was? Das darf nicht sein. Du darfst mich nicht gewinnen. Hier ist mein Geld. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Felsenhart. Du bist stark. Und ich war schwach. So ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga verleihe ich dir hiermit unseren Orden als Beweis, dass du mich besiegt hast. Dies ist der offizielle Kohleorden der Pokémon-Liga. Case erhält von Wade den Kohleorden. Ja, aber er hat trotzdem Stein-Pokémon und keine Kohle-Pokémon. Kohleorden. Gibt es einen Diamantorden? Wer will den jetzt ganz doll drücken? Gibt es einen Diamantorden? Der Kohleorden erlaubt es dem Pokémon, dass die versteckte Maschine, nennt es bitte VM, Zertrümmerer außerhalb des Kampfes anzuwenden. Und dies ist auch noch für dich. TM76, Alter. Kopfnuss? Kopfnuss ist auch immer. Er enthält die Attacke Tarnstein. Sie fügen den Gegner Schaden zu, die neu in den Kampf kommen. Ein TM bringt einem Pokémon die enthaltene Attacke sofort bei, aber du kannst sie nur einmal verwenden. Überlege dir gut, welches Pokémon die Attacke lernen soll. Ja, mal schauen. Ja, wir haben es geschafft. Oh Gott sei Dank haben wir es geschafft. Ich war am Verzweifeln. Ohne Scheiß, ich war echt am Verzweifeln. Ich bin froh, dass Sandy sich zu einem Kampf-Pokémon entwickelt hat. Aber das ist halt klar, hätte man sich denken können, weil Sandy gibt ja sowieso immer nur eine Schläge. Da ist es klar, dass sie Tempo hiebt. Das macht sie immer bei mir. Tempo Hieb ist so eine Standardattacke, die sie mir gegenüber ausrichtet. Oh, ich bin echt froh, dass wir es geschafft haben. Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh gerade. So froh wie Frodo, ey. Ganz ehrlich. Oh, ich bin froh wie Frodo. Oh Gott, ist das schlecht. Oh, ich bin echt froh. Du. Oh, okay. Wir können jetzt der Trümmerer einsetzen. So, Erzling hat eine Bergbaumaschine. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Route 207. 208. Wir müssen zur Route 208. Da finden wir unser Pokémon. Pokémon. Das ist nämlich das Psycho-Pokémon, was ich haben will. Und ja, ich will dieses Psycho-Pokémon unbedingt haben. Daher, eigentlich wäre natürlich ein Simsala das Pokémon, was man haben will. Aber es klappt leider nicht mit Simsala. Das ist nämlich leider ungünstig, dass man das nur durch Tauschen bekommt. Das ist so tragisch. Das ist echt doof. Oh, da oben sind Bären. Ein Pokéball. Das ist schön, glaube ich. Vielleicht kommen wir ja heute sogar noch daran, das neue Pokémon zu fangen. Ich meine, ich spiele jetzt nur noch 20 Minuten. Mach Hollo, du alter Waschlappen. Du hättest auch vielleicht noch geholfen mit Karateschlag. Weil es Kampf. Natürlich wäre natürlich Machomai auch... Oh, ich hätte gerne Geowatz, Gengar, Machomai, Simsala. Das sind all die Pokémon, die ich echt gerne hätte. Das Gefälle ist zu rutschig. Du brauchst ein Fahrrad, um es zu bezwingen. Du hast kein Fahrrad? In Ewignau gibt es ein Fahrradgeschäft. Ach. Nach Ewignau. Ja, wo liegt denn... Nee, das war Erzlingen. Oh Gott. Wo ist eigentlich unsere Karte? Ist die hier mit drinne? Ich registriere die mir mal, ehrlich gesagt. Ewignau. Dafür müssen wir in den... Ich wollte doch gerade in den Norden. Achso, wir müssen bestimmt über Florida hin, wa? Oder durch den Berg? Ich habe natürlich überhaupt gar keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es den Ewignau. Okay, das wird noch nichts mit unseren Pokémon Psycho. Okay, wir haben auf jeden Fall Zertrümmerer. Ist das hier eigentlich auch in den... Oh! Wumps! Huch, your case! Du hast den Orden bekommen, was? Ewignau ist der nächste Ort, der eine Arena hat, habe ich recht? Ich bin zur Route 207 gegangen, das heißt, nicht wirklich gegangen. Ohne ein Fahrrad kommst du da nicht gerade hin.
Aber dort unten habe ich zusammen mit meinem Team viele Kämpfe ausgetragen. So sind wir stärker geworden. Hat sich gelohnt. Nun gehe ich zurück nach Jubelstadt. Als nächstes steht der Orden von Ewigner auf meiner Liste. In 10 Sekunden sprinte ich los. 9. Bah, wer hat schon Zeit zu zählen? Ja. Ist das noch so, dass es da... Dieser Fels ist zerbrechlich. Möchtest du Zertrümmerer einsetzen? Weil früher gab es noch Items darunter. Anton. Anton setzt Zertrümmerer ein. Das ist herrlich. Anton. Schön. Vielleicht sind hier... Ich weiß es nicht. Vielleicht sind da auch Pokémon drunter. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Anton. Ich muss jedes Mal Anton sagen. Es tut mir wirklich leid. Ansonsten muss man doch diese Dinger hier irgendwie... Es muss sich doch lohnen. Anton. Ich hoffe, Ewignau ist irgendwas, Pflanze oder sowas, wo wir einfach Glut einsetzen können und alles. Anton. Gibt aber Chris nicht wirklich was da raus, oder? Anton. Oh Mann, jetzt mag ich auch nicht mehr. Ich meine, das war früher so gewesen, dass man da immer was rausbekommen hat. Mein Bruder hatte nämlich immer Zertrümmerer gehabt. Er hat mir aber nie verraten, wo er es gefunden hat. Ich weiß nicht, wo wir hingehen. Erzlinger Tor. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ja, wir sind Erzlinger Tor, aber... Zu Bett. Zu Bett könnte man auch zu Bett gehen nennen, ne? Aber es wäre ein sehr schlechter Name.